Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie versprochen gibt es jetzt mal wieder ein Video zu einer Baumart. Diese da, wobei ihr das jetzt natürlich nicht erkennen könnt, was das ist, weil ich hier gerade total im Licht stehe und deshalb schauen wir uns besagte Baumart jetzt etwas genauer an. Und ich frage mich, warum ich schon wieder so tue, als ob das geheim wäre, um welche Baumart es geht. Schließlich steht es im Titel dieses Videos. Bäh. Wir fangen mal mit dem Stamm an. Das da ist eine Lärche. Das da ist eine Kiefer. Um die Kiefer geht's ja heute. Und das da ist auch eine Kiefer. Habt ihr den Unterschied zur Lärche bemerkt? Nee? Ja, ich auch nicht. Denn Kiefer- und Lärchenstämme sehen, wenn man sie sich nur von unten anguckt, tatsächlich zum Verwechseln ähnlich. Und es ist ganz, ganz schwierig, da braucht man schon ziemlich viel Erfahrung, um die mit Sicherheit auseinanderzuhalten. Aber es gibt natürlich einen Trick, wie man doch am Stamm Kiefer und Lärche sehr einfach unterscheiden kann, insbesondere bei ein bisschen älteren Bäumen. Funktioniert nämlich ganz einfach so, dass man mal am Stamm nach oben guckt und es kommt irgendwann der Moment, an dem man feststellt, oh, Stamm sieht ja plötzlich anders aus als unten. Hier noch ein anderes Beispiel. Unten. Oben. Plötzlich rötlich. Und hier nochmal von weiter weg. Unten. Oben. Und bei dem Ding hier übrigens auch. Ja, unsere allseits beliebte Waldkiefer ist auch so ziemlich der einzige Baum, den ich im deutschen Wald kenne, der grundsätzlich als Bestimmungsmerkmal einen zweifarbigen, also unten anders als oben Stamm hat. Und zwar eigentlich nahezu immer. Das ist also wirklich ein Bestimmungsmerkmal. Es gibt noch andere Bäume, bei denen das gelegentlich vorkommt, dann ist es aber nicht unbedingt ein Bestimmungsmerkmal. Und das Ding sieht auf jeden Fall dann nicht sowieso, hat nicht diese typische rote Farbe oben wie eine Kiefer. Also das ist idiotensicher. Wenn ihr einen Baum habt, der oben rot und unten nicht rot ist, dann ist es definitiv unsere Waldkiefer. Das ist auch ein gutes Vergleichsmerkmal, wenn man das Ding mit der Schwarzkiefer vergleichen möchte, beziehungsweise die beiden auseinanderhalten möchte, denn die Schwarzkiefer ist einfarbig, ziemlich dunkel und nicht rot. Außerdem hat die Schwarzkiefer viel längere Nadeln, aber dazu kommen wir jetzt. Ja, zur Nadelansprache nehmen wir mal hier dieses etwas junge Exemplar. Zunächst mal muss man sagen, die Nadeln sind schon mal erheblich länger, als das bei den anderen Nadelbäumen, die ich euch bisher so gezeigt habe, der Fall ist. Also Tanne, Fichte, Douglasie, die drei anderen häufigen, haben viel kürzere Nadeln. Also das ist wirklich, der Unterschied ist erheblich. Selbst bei Varianten, die jetzt sehr kurze Nadeln abbekommen haben, sind die Nadeln immer noch doppelt so lang wie bei einer durchschnittlichen Fichte, Tanne oder Douglasie. Also das ist schon mal wirklich auffallend. Dann ist es so, dass die Nadeln immer paarig am Zweig sitzen. Ihr habt hier also immer ein Nadelbüschel. Das ist bei allen Kiefern so, dass es so ein Nadelbüschel gibt. Und bei unserer normalen Waldkiefer besteht so ein Büschel. Zack. Aus genau zwei Nadeln, die hier unten dann so ein bisschen zusammengewachsen sind, beziehungsweise zusammenkleben, lässt sich aber ganz leicht drehen. Und die zweite Sache, die Nadeln sind so ein bisschen gedreht gegeneinander. Das heißt, jede Nadel hat so ein bisschen einen Drehwuchs und man kann sie nicht flach zusammendrücken. Also nicht so, dass sie dann wirklich aneinander liegen und aussehen wie eine dicke Nadel. Also man kann sie nicht, wenn man sie einfach zusammendrückt. Ups. Ja, also man kann es hier nochmal vielleicht ganz schön sehen. Die Drehrichtung der beiden Nadeln ist individuell. Also die drehen nicht beide genau gleich in die gleiche Richtung. Wenn ihr jetzt nicht versteht, was ich meine, kann es euch leider nicht besser erklären, ohne euch eine andere Kiefer zu zeigen. Und da ich gerade keine andere Kiefer griffbereit habe, müssen wir das irgendwann nachholen, wenn ich euch die anderen Kiefern zeige. Aber merkt euch das doch einfach mal bis zur nächsten Kiefer. Wenn ihr die Kiefer habt, die zwei Nadeln hat pro Nadelbüschel plus die Nadeln ungefähr so 4 bis 5 cm bis 6 cm, sagen wir mal 3 bis 6 cm, so irgendwo in dem Bereich lang, dann handelt es sich in den allermeisten Fällen, außer ihr seid in den Alpen oder im hohen Schwarzwald oder sonst irgendwo ganz weit oben im Gebirge, um unsere Waldkiefer. Die allermeisten anderen Kiefern haben dann übrigens pro Nadelbüschel nicht zwei Nadeln, sondern drei oder fünf. Meistens. Manche, es gibt auch welche mit vier. Und dann gibt es noch Mutationen.
Aber jedenfalls zwei ist entweder die Pinus mugu, die Bergkiefer, Latschenkiefer auch genannt, kennt man ja von dem entsprechenden Zeug zum Einschmieren, oder eben unsere normale Waldkiefer. Das ist zur Bestimmung im Wesentlichen auch schon alles gewesen. Kiefer ist relativ leicht zu bestimmen. Und auch schon bei jungen Stämmchen sieht man diese charakteristische rote Farbe der jungen Borke in Anführungszeichen. Eben die ältere Borke, die dann später bei der großen erwachsenen Kiefer auch unten am Stamm sitzt, weil sie da logischerweise älter ist, ist eben deutlich dunkler, deutlich massiver. Und diese relativ junge Borke ist halt eben diese schöne, also ich finde die persönlich sehr schön. Ich finde, das sieht sehr toll aus, dieser Farbton. Die ist jedenfalls an den jüngeren Zweigen und Stämmen zu finden. Auch charakteristisch ist diese Wuchsform, der lange Stamm, komplett ohne Äste. Und dann da oben quasi dieser kleine Kronenbüschel obendrauf. Man könnte also eigentlich immer grundsätzlich denken, die sind irgendwie krank, weil die so wenig Nadeln haben. In den meisten Fällen sind sie auch ein kleines bisschen krank, aber nichtsdestotrotz ist das relativ normal und schadet jetzt der Kiefer nicht. Eine Kiefer hat insgesamt vergleichsweise wenig Krone. Das ist bei Kiefern normal. Ja, und das waren die Bestimmungsmerkmale von unserer Kiefer. Ab jetzt schwalle ich also jetzt nur noch rum und der interaktive Teil ist auch schon vorbei, weil ich baue mir jetzt keinen Kiefernspeer, demzufolge müsst ihr damit leben. Wo findet man so eine Kiefer? Typischerweise kommt sie natürlich eigentlich da vor, wo nichts anderes mehr hin will. Ist also so eine Randbereichsbaumart. Randbereich heißt Regionen, wo eigentlich kaum noch Baumwachstum möglich ist und die Wachstumsbedingungen für Pflanze allgemein schwierig sind. Und da braucht man dann einen Spezialist, der mit solchen Situationen noch zurechtkommt. Und ein solcher Spezialist, und zwar ein Universalspezialist, der mit jeder schlechten Situation zurechtkommt, ist eben unsere Kiefer. Stört das eigentlich, wenn ich so komisch in der Sonne hänge? Ich glaube, jetzt ist es nicht mehr ganz so dramatisch. Und zwar Spezialist hinsichtlich Trockenheit, Nährstoffmangel und Feuchtigkeit. Das ist ja das Witzige, ne? Entweder sehr trocken oder sehr nass. Lustigerweise da dazwischen ist er nicht konkurrenzfähig, die gute Kiefer, und wird von anderen Baumarten verdrängt, die einfach weniger Licht brauchen, weil die Kiefer erkauft sich quasi ihre Toleranz gegenüber schlechten Wuchsbedingungen mit Lichtbedürftigkeit. Deshalb sind eben so Kiefernwälder, auch wie das, was ich euch gerade gezeigt habe, ganz oft sehr lichtdurchflutet und sehr hell. Einfach weil die Kiefern machen es nicht nennenswert dunkel und man kann es auch nicht von anderen Bäumen unter der Kiefer nennenswert dunkel machen lassen, wenn man möchte, dass unten noch weitere Kiefer hochkommt. Also auch eine junge Kiefer braucht viel Licht und daher hat sie auch dann meistens verloren, wenn sie halt nicht irgendwo steht, wo niemand anders stehen kann, weil es da zu schlecht ist. Denn alle anderen Bäume, die neben der Kiefer wachsen würden, können unter der Kiefer problemlos wachsen, weil es halt eben so hell ist und gleichzeitig, sobald die dann einigermaßen groß sind, kann keine Kiefer, junge Kiefer, mehr unter den normalen anderen Bäumen wachsen, weil die dann schon wieder zu viel Schatten werfen. Also hat sich die Kiefer eben darauf spezialisiert, dahin zu gehen, wo niemand anders ist. Dann hat sie auch keine Probleme mit den anderen. Das ist sozusagen so ein, ihr seid alle doof, ich gehe hier weg, Strategie. Aber eigentlich will ich ja in dieser Reihe gar nichts zur Ökologie von den Baumarten erzählen, sondern nur, was man damit machen kann. Also ganz konkret, kiefernreiche Regionen sind Groß-Groß-Raum Berlin. Also Berlin plus Brandenburg ist so die Kiefernregion schlechthin. In Bayern ist es um Nürnberg rum, falls jemand jetzt irgendwie ein bayerischer Zuschauer hier zuschaut. Baden-Württemberg hat wenig ausgesprochene Kieferngebiete. Es gibt welche in der im nördlichen Randbereich des Schwarzwalds. Da sind ein paar mehr anzutreffen. Bei vielen anderen Bundesländern weiß ich es nicht. In Niedersachsen ist es so ein bisschen ausgeglichen. Und an der Küste gibt es viel Schwarzkiefer, beziehungsweise auch noch mal viel von unserer normalen Waldkiefer. Also die Pinus silvestris, die stinknormale. Ja, aber das ist nur mal so geografisch gesehen. Überall anders sonst gibt es immer mal wieder vereinzelt ein paar Kiefernbestände, aber jetzt kein großflächiges, hier ist Kiefernland. Im Osten vielleicht dann doch noch mal eher als im Westen und das ist so nur zu groben Einteilung gewesen. Aber jetzt kommen wir mal dazu, was kann man denn mit der Kiefer anfangen? Ja, wie bei allen Kieferngewächsen sind die Samen natürlich essbar. Das ist jetzt mehr oder weniger dasselbe System wie bei der Fichte. Die Samen fallen einzeln vom Baum, also sprich, der Zapfen öffnet sich am Baum. Das hier ist ein
Kiefernzapfen. Kein besonders schöner und kein besonders großer, aber es ist einer. Das hier ist zum Beispiel auch einer. Die gibt es auch noch in deutlich größer. Das hängt von der jeweiligen Kiefer individuelle Ausprägung so ein bisschen ab, wie riesig die dann werden. Kann man jetzt als Bestimmungsmerkmal natürlich hernehmen, wobei ich euch jetzt nicht großartig was dazu erzähle, wie die jetzt zu unterscheiden sind. Ihr seht ja, wie es aussieht, und wenn ihr einen seht, der nicht so aussieht, dann ist es halt eben kein Kiefernzapfen. Die Samen sind halt eben essbar, aber gleiches Problem wie bei der Fichte: wenn man an die Samen rankommen will, dann muss man quasi an die Zapfen rankommen, bevor sich diese oben auf dem Baum öffnen. Und da auf die Kiefer klettern wirklich völlig unmöglich ist, ihr habt ja gerade gesehen, die haben noch nicht mal irgendwelche Äste, an denen man sich nach oben hangeln könnte, solche Altkiefern, kann man im Prinzip bloß die Kiefer fällen. Entweder das oder eben hoffen, dass halt der Sturm eine entsprechend umschmeißt. In dem Zeitpunkt, wo die Samen quasi reif sind, die Zapfen sich aber noch nicht geöffnet haben und die Samen noch nicht ausgeflogen sind. Weil die können auch relativ gut fliegen, die Samen, die haben da so ein leichtes Flughäutchen. Wenn man drankommt, sollen sie wohl auch scheinbar ganz gut schmecken. Und ist auf jeden Fall eine mögliche Nahrungsquelle, die einem dann so im Spätsommer zur Verfügung steht, wenn man eben drankommt. Ja, Spätsommer ist so ganz grob, ne? Wegen Klimawandel will ich mich nie auf so irgendwelche Monate einfräsen, dass ich jetzt sage, im Oktober oder im August oder im sonst was wäre die beste Zeit dafür. Das ist mittlerweile, kann man das ganz schwer sagen, weil die Jahreszeiten doch ein bisschen durcheinander spielen und das wohl scheinbar auch so weitergehen wird, aber das braucht jetzt hier nicht Thema sein. Gut, das war die Nahrungsgeschichte. Junge Kieferntriebe ist zwar auch was man mal wieder essen kann, was einem nicht wirklich nennenswerte Nährstoffe bringt, aber die enthalten tatsächlich viel Vitamin C. Das wäre also eine Vitamin C-Notnahrung. Und da Vitamin C ja mengenmäßig von uns doch relativ viel benötigt wird, ist das tatsächlich eben was da dann in Frage kommt. Allerdings wirklich nennenswert essbar sind nur die ganz jungen Triebe, also das heißt, das gibt es eigentlich nur im Frühling. Diese saftig grünen, so ein bisschen wie Spargel aussehenden Kieferntriebe. Schaut euch mal auf YouTube um, es gibt diverse Leute, die Kieferntriebe regelmäßig fressen. Saki hat, glaube ich, auch ein Video, ich meine, es heißt essbare Bäume, da mampft er auch genau diesen Kieferntrieb, diesen jungen. Das ist was man sinnvollerweise essen kann, eben wegen dem hohen Vitamin C-Gehalt. Aber verhungern tut ihr dann wieder trotzdem. Ne? Das ist also nur noch eine Ergänzungsnahrung, keine Hauptnahrung. Gut, was haben wir dann zu sagen? So ein Zapfen hier, der brennt übrigens auch einigermaßen. Also die kann man auch ins Feuer schmeißen, wobei Holz ist besser. Zum Holz. Also für uns ist Kiefernholz erstmal natürlich wegen dem Kienspan interessant. Kienspan, einfach ein besonders harzreiches Stück Kiefernholz, findet man an Stellen, an denen der Baum verwundet wurde, weil halt eben zum Beispiel auch Harz gewonnen wurde. Ich habe dazu ja schon so ein kleines Kurzwissen-Video zugemacht, wie das damals im größeren Maßstab abgelaufen ist, diese Harzgewinnung. In Notsituationen, wenn man weiß, man ist jetzt in diesem Wald wirklich längere Zeit und muss hier irgendwie überleben, dann kann man natürlich den Baum auch selber anritzen, um Harz zu gewinnen. Das würde ich dann tatsächlich auch in einem ähnlich großen Maßstab tun, wie das eben in dem entsprechenden kleinen Kurzwissen-Video da auch zu sehen ist. Ansonsten findet man gerne bei gefällten Bäumen sehr hart im Stock. Also das, was da noch stehen bleibt, der Baumstumpf, das ist je nach Bundesland, heißen die Dinger unterschiedlich. Da kann man sich, wenn man sich da einfach ein bisschen Holz rausbricht, meistens dann wirklich ein gutes Stück Kienspan rausbrechen, weil aus der Wurzel harzt der quasi nach und versucht die Wunde, die in dem Fall ja der komplette Stamm abgeschnitten ist, versucht diese Wunde eben noch zu verschließen, und daher harzt es dann also aus dem Stock meistens sehr, sehr, sehr stark heraus. Das führt sogar dazu, wenn es ein sehr gut wasserversorgter Baum gewesen ist und einer, der noch ordentlich Harz hat, dass der komplette Stock so eine ganz, ganz harte Holzstruktur einfach bildet, weil der so voller Harz ist, dass dann auch relativ schnell eben hart wird, dass es gar nicht einfach ist, da überhaupt irgendwie dran zu kommen und sich da was rauszubrechen. Also da braucht man dann schon ein relativ massives Messer und muss sich da halt am Rand ein bisschen was raushebeln. Vorsichtig sein, sonst geht das Messer auch gerne mal kaputt. Ich spreche da aus Erfahrung. Mit Mobinell, keine so gute Idee.
Idee. Also wenn ihr irgendwo seht, es ist Kiefer eingeschlagen worden, gerade wenn ihr eben um Berlin drumherum, Brandenburgs und die Gegend wohnt, dann habt ihr bestimmt keine Schwierigkeiten, an Kienspan ranzukommen. Das Zeug ist natürlich super, gerade wenn man es eben selber findet. Ich habe hier so wenig Kiefern, dass ich noch nie eigenen Kienspan gefunden habe. Also jedenfalls nicht hier. Auch mal bei Berlin habe ich mal so ein ganz kleines Stückchen irgendwo eingesammelt. Und bei Brennholz gibt es gelegentlich auch Gelegenheiten, wo dann einfach ein Ast im Brennholz noch steckt. Und dann kann man um diesen Ast drumherum das Holz, das also quasi das Astloch an sich, das Holz da drumherum, das ist auch meistens sehr harzgetränkt und kann quasi auch als Kienspan verwendet werden. Gut, das gilt natürlich auch, wenn ihr irgendwo dann doch eben an Kiefer rankommt oder an eine umgefallene findet, dann sucht einfach um die Astlöcher drumherum, um die Stellen, wo das Ding mal Äste hatte. Da findet ihr meistens harzreicheres Holz als das normale Umgebungsholz. Aber jetzt zum normalen Umgebungsholz eben, also das nicht besonders harzreiche. Das ist immer noch sehr gut brennbar, weil es ein vergleichsweise leichtes Holz ist. Trotzdem hat es hervorragende mechanische Eigenschaften und ist eigentlich universell zu allem zu gebrauchen. Dauerhaftigkeit bei Bodenkontakt ist wieder wie immer eigentlich bei allen Bäumen, die ich hier bisher vorgestellt habe, nicht besonders toll. Vergleichbar mit allem anderen Buche war von dem Zeug, was ich bisher erzählt habe, übrigens noch die beste, was die Dauerhaftigkeit bei Bodenkontakt angeht. Kiefer ist da relativ schnell abgebaut. Mechanische Eigenschaften, also wenn ihr irgendwas aus Kiefer bauen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wenn ihr euch dann ein Baumhaus oder ähnliches draus bauen wollt, das ist alles überhaupt kein Problem. Ist da ähnlich gut wie die Fichte auch, also so das typische Nadelholz-Holz eigentlich. Nicht besonders schwer, dafür aber sehr gute mechanische Eigenschaften und für eigentlich alles zu verwenden. Zum Schnitzen und ähnliche Dinge braucht man dann schon gut abgelagertes Holz, weil das frische Holz eben noch sehr harzhaltig ist. Selbst wenn es jetzt nicht spezieller Kienspan ist, ist es dann doch meistens noch so harzig, dass nicht die Bearbeitung einfach ein bisschen schwierig ist, weil das Messer dann mehr oder weniger klebt und das Ganze riecht und man selber klebt. Und wenn ihr mal mit frischem Kiefernholz hantiert habt, werdet ihr wissen, was ich meine. Ansonsten prima Brennholz eben durch den hohen Harzgehalt und diese Leichtigkeit, vergleichsweise leichte Holzeigenschaften. Es lässt sich hervorragend spalten. Es trocknet ziemlich schnell, hat von Natur aus auch einen relativ geringen Wassergehalt. Da gibt es also deutlich Schlimmeres. Und das ist auch im Wesentlichen das Ganze zum Holz auch schon gewesen. Es gibt jetzt nicht den einen Survival-Artikel, den man eben aus Kiefernholz machen kann, mal aus, abgesehen vom Kienspan. Der Kienspan ist natürlich das Nonplusultra und für uns auch wirklich extrem nützlich. Aber damit hat es sich jetzt mit der speziellen Nützlichkeit der Kiefer auch mehr oder weniger erledigt. Damit sind wir im Prinzip durch. Wichtig wäre natürlich noch das Harz zu erwähnen, dass man das Harz als Harz sowieso nutzen kann. Aber wie Harz funktioniert und was Harz so ist und was man damit so alles anstellen kann, habe ich im Fichtenvideo bereits beschrieben. Also Baumwissen für Bushcrafter Fichte, da ist die Harzgeschichte schon ausreichend thematisiert. Das muss ich hier also jetzt nicht nochmal tun. Es gibt kaum Unterschiede zwischen Fichten, Kiefernharz, Douglasienharz. Für unsere Anwendungsbereiche hier im Bushcraft-Bereich gilt, Harz ist Harz. Also Nadelbaumharz ist gleich Nadelbaumharz. Da gibt es zwar kleine Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung, aber Harz ist insgesamt sowieso so ein homogenes heterogenes Stoffgemisch, dass das die individuelle Zusammensetzung, fast schon die artbedingte Zusammensetzung überlagert. Das ist jedes Mal was anderes. Also es gibt nicht das Harz, es gibt nur eine Gruppe von Stoffen, die als Harze zusammengefasst werden und so ein paar Dinge gemeinsam haben, aber immer irgendwie eine Zusammensetzung variieren. Für unsere Outdoor-Anwendung ist es aber eigentlich im Prinzip egal. Das wäre jetzt was Akademisches, das ich euch vorenthalten möchte. Okay, also das war jetzt die Kiefer. Damit habe ich Pflicht und Schuldigkeit getan und wieder was zu einem Baum erzählt. Vorschläge für den nächsten Baum, irgendwelche Wünsche. Douglasie wurde mal gewünscht, aber eigentlich möchte ich jetzt nicht schon wieder einen Nadelbaum machen. Einen Laubbaum, wenn mir jetzt lieber, wenn nichts anderes kommt, dann mache ich halt nochmal die Douglasie. Ja, ich wünsche euch jedenfalls einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.